Ich freue mich sehr, dass Gregory Germann hier ist. Er hat den Master in internationalen Beziehungen gemacht und seine Masterarbeit zu öffentlicher Akzeptanz von der Flugticketabgabe gemacht und ist jetzt aktuell bei Swiss Cleantech Projektleiter, unter anderem auch zum Thema Mobilität. Herzlich willkommen, Gregory. So, ich habe jetzt die Freude, nach 8 vorangehenden Referaten noch eine wissenschaftliche Arbeit in 5 Minuten zusammenzufassen und das auch noch in Begleitung meines Betreuers im Publikum. Also, ich werde versuchen, das wirklich so leicht verdaulich wie möglich zu gestalten. Das sind nicht meine Folien natürlich, ich klicke mich durch, alles gut. So, vielleicht noch als Ergänzung, auch, ich bin auch von der Uni St. Gallen, also da sind wir ziemlich gut unterwegs heute, würde ich sagen. Also, ganz schnell. Die Mehrheit der Schweiz will die Flugticketabgabe, das haben wir schon gesehen. Die Umverkehr-Umfrage aus 2022 hat das gezeigt. Da stellt sich dann die Frage, wie soll man diese gestalten? Für diese Frage habe ich eine Umfrage mit rund 1000, oh, kleiner Tippfehler, mit 1500 Teilnehmenden durchgeführt. Und ich werde jetzt die Ergebnisse, ja, wirklich die wichtigsten Ergebnisse knapp kurz durchgehen. Grundsätzlich kann man sich fragen, okay, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, will man jetzt eine Flugticketabgabe designen, die eine möglichst hohe Unterstützung genießt oder die eine möglichst hohe Wirkung genießt bezüglich Klimaschutz. Ich werde heute auf den Unterstützungsansatz eingehen, aus Zeitgründen. In der Masterarbeit selber könnt ihr auch zur Wirkung mehr erfahren, einfach gerne auf mich zukommen. Ich habe die Flugticketabgabe schematisch entlang von 5 Dimensionen designt. Erste Dimension ist die Verwendung der Erträge, also was passiert mit dem Geld, das durch die Abgabe hereinkommt. Ganz einfach, Abgabenhöhe Europaflüge, Abgabenhöhe Langstreckenflüge, also wie hoch soll die Abgabe sein für den Flug, der aus der Schweiz entweder nach Europa oder interkontinental sein. Dann Businessaufschlag. Soll ein Sitz in der Businessklasse einen Aufschlag haben, kann man argumentieren, soll der Fall sein, weil er mehr Platz einnimmt und deswegen einen höheren CO2-Ausstoß hat pro Sitz. Und dann auch Zugaufschlag. Hier war die Frage, soll es einen Aufschlag geben auf die Abgabe, wenn es theoretisch eine attraktive Alternative mit dem Zug gibt? Klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert, aber bei den Ergebnissen wird das klarer. Jetzt zur Beliebtheit der verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung der Erträge. Ganz klar, am unbeliebtesten ist, wenn das Geld in die generelle Staatskasse geht. Kann man vielleicht argumentieren, ich muss kurz halten. Investitionen in internationalen Zugverkehr ist deutlich beliebter, aber auch nur auf dem dritten Platz. Zweiter Platz, Investitionen in nachhaltigen Flugverkehr. Da gehören auch die synthetischen Treibstoffe dazu. Aber am deutlich beliebtesten, und das muss man wirklich betonen, war die Rückverteilung an die Bevölkerung. Und man muss auch noch kurz anmerken, in dieser Umfrage war auch die Verwendung der Erträge die Dimension, die die Leute am meisten geleitet hat, Ja oder Nein zu sagen zu der Flugticketabgabe. Also hier sollte wirklich ein starkes Augenmerk drauf gelegt werden. Ganz kurz zu den Abgabenhöhen. Ganz einfach, je höher die Abgabe, desto unbeliebter. Das waren die 4 Optionen, die ich jetzt für Europaflug drin hatte. Für langen Streckenflug ebenso. Je höher die Abgabe, umso unbeliebter. Also bei beiden, das waren jetzt von mir Vorschläge, aber bei beiden hat jeweils die tiefste Abgabe die höchste Beliebtheit gehabt. Dann beim Business-Aufschlag, dann darf man sagen, dass kein Aufschlag die unbeliebteste Option ist. Also die Menschen sehen durchaus, dass ein Business oder ein Sitz in der Businessklasse eine höhere Abgabe haben soll. Für viele ging die Verdreifachung der Abgabe ein bisschen zu weit, aber sie war beliebter als kein Aufschlag. Aber deutlich am beliebtesten war eine Verdoppelung der Abgabe für Sitze in der Businessklasse. Jetzt noch zur letzten Dimension, dem Zugaufschlag. Hier war die unbeliebteste Option, dass Flüge, die eine Zugalternative von unter 6 Stunden haben, eine doppelte Abgabe zahlen sollen. Ein bisschen beliebter war, dass Flüge mit einer kürzeren Zugalternative einen Aufschlag zahlen sollen.
aber am beliebtesten war, dass die Zugalternative gar keinen Einfluss haben soll auf die Abgabenhöhe. Nochmal kurz zusammengefasst, wie die Flugticketabgabe nach dem Unterstützung-Maximieren-Ansatz ausschauen soll. Rückteilung an die Bevölkerung, ganz wichtig. Möglichst tiefe Abgaben und eine doppelte Abgabe für die Business Class und kein Zugaufschlag. Jetzt kann man sich bei 5 Franken und 60 Franken natürlich fragen, hat das überhaupt eine Wirkung? Und hier könnte man sich vorstellen, dass man einen Eskalationsmechanismus einbaut. Das hat man momentan bei der CO2-Abgabe auf Brennstoffe. Dort müssen ja CO2-Zielwerte erreicht werden oder eingehalten werden. Und wenn diese Werte nicht erreicht werden, wird die Abgabe erhöht. Also da kann man sich auch, könnte man sich für die Flugticketabgabe überlegen, will man was Ähnliches einbauen und sagen, okay, wir haben für dieses Jahr diesen Zielwert von maximalen CO2-Emissionen. Wenn dieser nicht erreicht wird, wird halt die Abgabe erhöht. Und was halt auch noch ein bisschen elegant ist an der Lösung, man kann den Entwicklungen bei der Beimischquote von synthetischen Fuels, wie vorher erwähnt, die kommen in der Schweiz und in der EU, und auch der Reform vom europäischen Emissionshandelssystem, man kann dem ein bisschen Raum geben und sagen, okay, wenn sich die wirklich positiv entwickeln, dann braucht es vielleicht weniger Abgabenerhöhung, aber es wäre wie eine Art, dies zu integrieren und mögliche Entwicklungen in dem Bereich mit zu berücksichtigen. Wie gesagt, eine neunmonatige Masterarbeit in 5 Minuten ist schwierig. Wenn ihr mehr Informationen wollt zu meiner Studie, weitere mögliche Policy Designs sind drin, ganz spannende soziodemografische, aber vor allem parteipolitische Unterschiede, was die Einstellung angeht bezüglich Flugticketabgabe. Auch bezüglich Flugverboten habe ich eine Mini-Umfrage eingebaut, und wenn ihr euch zur Methode auch noch etwas durchlesen wollt, dann kommt gerne auf mich zu und ich kann euch die Arbeit gerne schicken. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Gregory. Gibt es dazu noch Fragen? Ja. Wie viele Personen haben teilgenommen? 1500. Ja. Es war repräsentativ für die Schweizer Bevölkerung. Oh, sorry. Ja. Das habe ich jetzt im Rahmen meiner Masterarbeit nicht ausgerechnet. Das war für die Fragestellung nicht relevant, aber könnte man sich anhand der Flugdaten bestimmt zusammenrechnen. Ist natürlich die Frage, okay, dieser Betrag, was hat das für einen Einfluss auf die tatsächliche Nachfrage? Von welcher Zahl geht man dann aus? Klar. Ja. Also ich denke, entscheidender ist ja dann, ob die, wie es mit den Businessflügen, also nein, mit den Geschäftsreisen und mit den Transitpassagieren dann ist. Ich weiß nicht, wie du die eingerechnet hast. Da hat Sotomo vor dem CO2-Gesetz eine detaillierte Studie gemacht, aber mit 30 Franken, glaube ich. Ja, also ich habe mir zu dieser Staatspauschale noch keine Gedanken gemacht. Ich würde mich fragen, was da der anders zu erwartende Effekt ist im Vergleich zur Flugticketabgabe, wenn schlussendlich der Konsument trotzdem eine höhere Abgabe zahlt. Ob es jetzt über den Staat an die Airlines oder direkt von den Airlines eingezogen wird. Der Anbieter wird in Pflicht genommen, nicht der Konsument. Aber es wird trotzdem ein höherer Preis dann schlussendlich. Ja. Was war die zweite Frage? Sorry. Okay, sorry.
Nein, ich hatte ehrlich gesagt von so einem Ansatz bis jetzt noch nicht gehört. Also du hast jetzt einfach dich konzentriert auf unterschiedliche Mechanismen, also auf die detaillierte Ausgestaltung der Flugticketabgabe, und diese Frage wäre eigentlich, welche anderen Maßnahmen wären auch zielführend in diesem Bereich, oder? Das war nicht Teil der Untersuchung. Ja, noch eine Frage? Einverstanden, ja. Und was ist die Frage? Das war ein Statement. Also wir unterstützen das, danke. Ich würde sonst hier gerne abschließen. Herzlichen Dank allen Referentinnen und Referenten. Noch einmal einen riesengroßen Applaus. Wir